Well, that is a shame then. But no matter. Vielleicht nehmen wir schnell einen Weg. Sollen wir einen Durchlauf schaffen müssen? Nee. Wenn das hier durch ist, mal gucken. Wenn die Goti 2 Mod ordentlich läuft, spiele ich das weiter. Wenn nicht, gibt es eine neue Wahl und ich spiele irgendein anderes Rollenspiel. Was auch immer dann gewählt wird. Also Geister. Gab es noch irgendwas anderes? Was mache ich denn mit diesem scheiß Vogel? Ich kann den Tod. Kann ich den Tod schlagen? Nee, ich habe keinen. Ich glaube, ich komme nämlich nicht ran. Ne? Gut. Ich komme an den ja nicht ran. Wobei. Wie kam er denn da hoch wieder? Ja, außenrum. New Game sehe ich mich hier nicht. Kann ich ihn für ihn angreifen? Ich könnte ihn töten. Aber er hat mir ja nichts getan. Also. Untersatz. Vielleicht droppt er was Gutes. Das heißt wohl nein. Computer sagt nein. Kommst du jetzt aber mehr? Oh, we meet again. How many of you are there? You've come at the perfect time. I'm done with the looting. So, das ist er. Wondrous treasures have I. Special price for you. There you are. Have a nice look at them. Oh, relax. No more funny business out of me, my friend. Ja, nicht mit so krummen Dingen. Ja. Was hast du denn? Auge des Todes. Menschlichkeit 20.000? Das bekommst du von Ratten fast umsonst. Leinwand-Talisman, Toto-Talisman. Ganze Masken hast du hier. Aber apropos. Ich habe noch Zeug. Mit verkaufen? Nicht mehr füttern? War das nicht füttern die ganze Zeit? Investition in einer anderen Welt. Moment mal, seit wann kann ich denn richtig bei dem verkaufen? Habe ich denn noch Zeug, das wertvoll ist? So, vielleicht komme ich auf noch ein Level. Ja, nee, das Schild möchte ich schon noch behalten. Die anderen Sachen sind also so 100 wert. Na, ich komme vielleicht später nochmal wieder. Das sind auch einfach mal 2000 wert, Lock Phantom. Also ich glaube, da kann ich nachher nochmal so. Wo ist der Vogel jetzt hin? Kommen wir nochmal wieder? Hm. Ist der jetzt woanders? Was die Masken machen? Ja, ich hatte mal kurz geguckt, das hat irgendwie. Wie man tragen kann, leicht erhöhen. Ja, aber der Schutz ist halt für den Arsch. Und was macht die Maske? Das Tempo der Ausdauerregeneration ein wenig. Ja. Klingt jetzt nicht wie irgendwas, das ich benutzen möchte. Oh, jetzt ist er da. Wo? Diesen Vogel irritieren, seitdem der da ist. Muss ich. Was ist draußen für ein Lärm, du? Er ist auch voll geheilt, okay. Ich kann ihn offensichtlich nicht töten. Ah.
Hallo, lieber Vogel, reden Sie doch mal mit mir. Nee. Okay. Keine Ahnung. Gut, ich habe auch immer noch diese Riesenseelen, von denen ich keine Ahnung habe, was ich damit machen soll. Ist der jetzt wieder da? Kann ich das unbegrenzt oft machen? Kann ich hier Vogelhauen spielen? Dann muss ich mich jetzt verfluchen lassen. Ich könnte ja auch dieses temporäre Ding nehmen, aber bei meinem Skill, ne? Ich versuche es erstmal mit diesem 5-Minuten-Ding. Es gibt wahrscheinlich keine Zeitanzeige, natürlich nicht. Warum auch? Ich konnte mir auch noch irgendwie keine einzigartige Waffe schmieden lassen. Wo habe ich die Seelen noch alle aufgehoben? Apropos, wie viel habe ich von diesen Seelen noch? Seele Ritter war das mit den 5000, ne? 10.000, 15? 25 vielleicht? Ja, das reicht nicht für ein neues Level. Das reicht nicht. Außerdem, diese Masken muss man als Helm benutzen. Das ist halt schon wieder irgendwie kacke. Dies ist so schön, diese Kacke. Kann ich mir überhaupt diese einzigartigen Waffen schmieden? Geht das Spiel noch so lange oder? Gucken wir mal. Ja, hier im Wasser ist die Performance auch schon wieder ein bisschen scheiße. Oder nachdem ich jetzt alles da habe, vermutlich mal. Vermute ich. Ich bin sehr optimistisch, als ich das vermute. Moment, ich habe die nicht sogar. Nee, das war Heimkehrknochen. Brandbomben benutze ich eh nie. Lass mal Wanderfluch darauf legen. Jetzt bin ich mal angezeigt, dass ich das aktiv habe. Ja, geil. Doch. Nee. Jetzt bin ich. Die Farbe ist keine Anzeige dafür. Oh, das wäre richtig schön. Okay, wir gucken mal, wie weit ich komme. Ich habe 10 Minuten. Die halten zum Glück alle nur einen Schlag aus. Finde ich gut. Und die brauchen erstmal eine halbe Stunde, um aus dem Boden zu kommen. Auch gut. Bin ich auch ein großer Freund von. Richtung bewegt sich nicht. Na toll. Hören Sie mal auf, mich anzugreifen. Entweder die schnelle Variante. Ich weiß nicht mal, ob ich in die richtige Richtung gehe, ist natürlich auch immer gut. Irgendwie sind ja auch viel weniger, habe ich das Gefühl. Oh, noch ein Wanderfluch, perfekt. Damit erhöht sich die Zeit, die ich habe, ja enorm. Das waren glaube ich sogar 3, ne? Nee, ich meine 2. Okay, das ist kein...
Wir werden dich töten, weil du jetzt zum Boss kommst. Gerät. Ja, kommst du doch mal runter? Okay. So, da kann ich runter und komm dann wohin? Ach, leider ausfahren. So. Da komme ich von unten nach oben. Verstehe. Verstehe. Ich wollte gerade erst vorbeilaufen. Wo ich mir gedacht habe, ich komme doch von da unten. Ich habe überhaupt keinen Indikator dafür, wie lange das Scheiße hält. Das ist großartig. Großartig. Ah! Lass mich raten, wenn ich sterbe, ist es automatisch weg. Das ist eh nicht wichtig, weil bis ich jetzt wieder da unten bin, ne? Da hätte ich springen müssen, glaube ich. Ich glaube, da wäre Springen gut gewesen. Aber ich habe die Leiter ausgefahren. Ich meine, muss es ja auch positiv sehen. Ach ja. Verflucht sein wäre jetzt vielleicht schon praktischer. Wenn ich nicht verarscht werde. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. So. Der idiose Ton lässt sich wirklich verfluchen. Bist du wieder hoch, wenn du unten bist? Nee, wieso? So, Frage ist jetzt, wirkt der Wanderfluch noch? Ja, das hat auch so. Ich habe ja die Leiter heruntergelassen. Gut, dass ich nicht an der vorbeigelaufen bin. Kann ja keiner ahnen, dass die Treppe plötzlich weg ist. Was ist denn das? Das ist verstößt gegen die Bauschutzverordnungen. Ja, ich muss mal kurz ein Stück Abstand nehmen. Moment. Halt. R, nicht F. Okay, 36. Wir merken uns 36. So, komme ich denn jetzt hier ran an die Leiter? Ist doch hier eine Leiter, oder? Ja, das sieht aus, als ob. Ich habe hier irgendwo die Leiter runtergelassen. Wo war denn das jetzt? Was war da? Komme ich denn da hin, du? So komme ich da hin, verstehe. Ist das so überhaupt gedacht, oder? Ich habe nicht so viel Zeit zum Denken. Zum Denken haben wir doch nicht so viel Zeit. Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal. Ne? Einfach mal machen. Das erklärt auch die Qualität meines Source Codes. Okay. Hier bin ich zwar nicht runtergefallen, aber okay. Kann ich da überhaupt überspringen? Nein! Ach komm! Schieb dich doch einfach. Ich glaube, ich lasse mich verfluchen, das geht einfacher. Wo kann ich mich jetzt schnell verfluchen lassen? Wo kann ich mich jetzt schnell verfluchen lassen?
Hab keinen Bock. Wie, das funktioniert nicht, Junge. Komm ich zu dir und hau dir in die Fresse. Das war doch hier irgendwo hier unten, oder? Irgendwo hier unten konnte man sich verfluchen lassen. Aber das ist mir zu umständlich. Ich brauche jedes Mal so ein scheiß Ding, wenn ich da irgendwo runterfalle. Ja, komm. So, war hier nicht irgendwo... Hier waren irgendwo Frösche und die haben mich verfluchen können. Nee, das sind nur Ratten, die verflucht mich ja nicht, ne? Nee, ihr gibt nur Menschlichkeit. Und vergiftet mich nebenbei. Verfluch. Du vergiftest mich nur, aber verfluchst mich nicht, verpiss dich. Hier war doch. Die Ratten und. Hier waren noch irgendwo diese Frösche, ich weiß das noch. Ich suche keine Ratten, ich suche... Hä? War es nicht irgendwo hier? Wo habe ich denn jetzt nur Ratten? Moment. Nee, aber... Aber ja, aber nein, aber... Ging sie nicht irgendwo runter und dann waren da Frösche und die haben meinen angespuckt und dann war man verflucht und dann... Ne, hier schon mal nicht. Ja, ein bisschen mehr. Komm, gib mir die volle Dröhnung. Hallo? Hallo? Hallo, ordentlich. Mach doch mal deinen Job richtig, danke. Oh, sterb auch gleich. Gut, jetzt kann ich mir hoffentlich Zeit lassen. Mit halber Lebenspunkte, aber das ist gar kein Problem. Ja, habe ich nicht noch einen Läuterungsstein? Ja, hören Sie mal auf hier. Das deckt hier ja nicht mehr, ne? Habe ich noch einen Läuterungsstein nicht sogar? Nein, brauchen wir nicht. Ich bin sicher, da unten ist bald das erste Feuer und dann... Weil, ich kenne mich, ich falle da jetzt noch 15 Mal runter und dann sind alle Wanderflüche weg und dann muss ich mich eh verfluchen lassen. Außerdem kann man, den Aufzug wieder hochschicken? Wie soll das denn gehen? Ich kann auch den Hebel unten gar nicht ziehen. Das ist ja Unsinn. Ich werde ja schon wieder Unsinn. Ich werde ja schon wieder Unsinn erzählen, sage ich. Unsinn. Unsagbaren Müll erzählen mir meine Zuschauer schon wieder. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Hat wahrscheinlich Dark Souls noch nie gespielt, der Mann. Oder Frau, ich weiß ja nicht. Über den Knopf laufen, das ist jetzt Unsinn. Das kann gar nicht funktionieren. Pass auf, das funktioniert gar nicht. Siehst du, funktioniert nicht. Sag ich ja, funktioniert ja überhaupt nicht, was der Mann erzählt. Oder Frau. Bin nicht sicher, ob er ein Mann ist. Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Vielleicht hat sich da was geändert. Nimmst du schon Hormone? Sag doch mal. Machst du schon Hormontherapie?